25. November 1973. Erster autofreier Sonntag in Westdeutschland. In Ostberlin fließt der Verkehr derweil wie gewohnt. Aus Mangel an echten Fahrzeugen sorgt Verkehrspolizist Harry Wink im Verkehrsgartner Malchower Weg mit einer Spannweite von 3,20 Meter für ein besonnenes Miteinander unter den jungen Fahrzeughaltern. Nanü, wen haben wir denn da? Es ist ein findiger Bürger auf einem umgebauten RG28 Küchenmixer. Der Helm wurde extra von der SED-Kreisleitung in Auftrag gegeben, um den Klassenfeind verkehrssicher zu demütigen, indem man ihm beherzt die belegte Zunge entgegenstreckt und entschlossen ruft: Na sag mal, Freundchen, jetzt hier zwart auf die Fresse. Ey, Alter, mach den Kopf zu! Sonst werden wir Milchzähne sauer! Was riecht denn hier so nach verschleppter Angina? Der hat mir seine olle Zunge rausgestreckt. Nun beruhigt euch mal. Ich bin's doch nur, euer Sandmann. Achso, na wenn Sie schon mal hier sind, müssen Sie aber unbedingt Harry kennenlernen. Man sagt, ihr seid das uneheliche Kind von Charles Bronson und einem Kondor. Diese Spannweite. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Das sind doch mindestens 4 Meter, oder? Na klar. Sag mal, Jens, was tuschelt ihr denn da eigentlich immer zu? Nuscht, Harry, alles gut. Hey, kommt ran! Im Fernsehen läuft gerade Verkehrszeichen XY ungelöst! Was? Das kenne ich gar nicht. Ist das neu? Nee, mit Perwoll gewaschen. Freundchen, veräppeln kann ich mich selber. Krieg doch mal hin. Boah, ich bin im Fernsehen. Ja, toll, Harry. Und hier war ich bei der NVA. Ist das so ein typischer Kondor-Humor? Also echt, Harry, wir haben Besuch. Sandmann!